Willkommen zu einem neuen Let's Play Uncharted Drake's Schicksal, der erste Teil der Serie. Ich dachte mir, wir spielen nochmal die komplette Reihe durch, denn es soll ja bald der vierte Teil der Reihe kommen. Da ich ja selber sehr spät eine PlayStation 3 bekommen habe, habe ich noch nie Uncharted gespielt und deswegen holen wir das Ganze jetzt gemeinsam nach. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie! Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Hä, was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesem Kerl getan? Na, das ist eine lange Geschichte. Okay, Kapitel Nummer 1, Überfall der Piraten. Die holen wir natürlich weg. Schön hier mit einer Explosion. Den nächsten hinterher mit einem sauberen Headshot. Können Sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen. Oh yes, zwei auf einmal. Tja, Piraten sind kein Problem für uns. Beeil dich, Sully. Was haben wir hier drüben? Munition zum Mitnehmen. Sehr gut. Wir können nur 40 Schuss mitnehmen. Ist ein bisschen wenig. Ja, wir sind Nathan Drake und wir machen hier so ein bisschen Ahnenforschung, wie man hier erkennen kann. Gleich geht's dir dreckig. Sie kommen an Bord. Oh nein, ihr Miesen. Okay, den prügeln wir weg. Wir können schießen und wir können zuhauen, wie man sieht. Harte Schläge. Können wir hier drüben was in die Luft jagen? Nee. Wäre aber nett gewesen. Okay, hier kommt die nächste Welle. Somali-Piraten. Nee, natürlich nicht. Wir sind ja irgendwo in der Nähe von Panama. Südpazifik. Okay, ein brachialen Combo gemacht. Oh, der kann sich wehren, aber wir sind ein bisschen schneller. Wenn wir brachiale Kombos machen, bekommen wir ein bisschen mehr Munition dazu. Keine Ahnung wie, aber scheint zu funktionieren. Komm, Sully, wo bist du? Keine Gefangenen. Gleich geht's dir direkt. Wieder zwei auf einmal. Aber Munition brauche ich eben gerade so oder so keine. Das musst du bezahlen. Okay.
Den hätten wir. Ja, die hauen ganz schön zu. Was ich so ein bisschen an dem Spiel schade finde, die Steuerung ist ziemlich träge. Wollen wir näher rangehen? Na gut, machen wir. Nachladen können wir so. Okay, das ist nicht gut. Okay, wir haben Probleme. Schweres MG und Raketenwerfer. Was ist das? Hau rein, Sally! Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Tja, Kleines, die kannst du vergessen. Die Kavallerie kommt. Oh, Gott sei Dank. Wasser! Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja! Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit Abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht, sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Hohoho. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Hm, aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein.
hätte es echt wissen müssen. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon... Hey, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. So, Freunde, da wären wir mitten im Dschungel und jetzt wissen wir, was wir jagen, nämlich Eldorado, die Stadt aus Gold, auch die Stadt, die damals Sir Francis Drake gesucht hat. Engländer, Brite. Okay, hier drüben ein Wasserfall. Wir alle kennen die Regel, hinter Wasserfällen können Geheimnisse sein. Gold, 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 Gold. Na gut, kein Gold für mich. Sehr cool, unsere Klamotten hier können nass werden. Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Oh ja, da bin ich mir sicher. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du's falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Na gut, schauen wir uns hier mal genauer um. Irgendwas werden wir schon finden. Mann, da findet man leichter den Leute im Bordell. Ach, Sully, jetzt schon mein Liebling allein wegen dem Spruch. Na, das sieht doch gut aus. Oh yes, wir kommen der Sache näher. Er hat das wohl gebaut, Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Na, hier kommen wir nach oben. Elegant nach oben klettern. Eine der großen Fähigkeiten von Nathan Drake ist natürlich klettern und natürlich auch springen. Sehr weit springen, wie man sieht. Was gefunden? Bis jetzt nicht. Kommen wir hier rüber? Wow, 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 wow. Noch ein Sprung, schnell weg hier. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Was haben wir hier drüben? Ja, der Boden ist hohl. Egal, wir gehen weiter. Das irgendwie einschlagen. Erstmal müssen wir überleben. Noch einen großen Sprung hier drüben hin. An die Kante ran können wir auch. Und immer wenn ich sowas sehe, muss ich zwangsläufig an Assassin's Creed denken. Eingebrannt in mein Gehirn werde ich nie wieder vergessen. Ein Sprung nach hinten. Was haben wir hier? Ein Brocken. Gut gemacht, Kleiner. Okay, können wir hier nach unten springen, ohne uns die Knie zu brechen? Alles klar, hier können wir rein. Ah, hier brauchen wir wohl die Taschenlampen. Haben wir welche dabei? Ich hab keine. Oh, ah, Fledermäuse! Ich hasse die Dinger. Tja, ich denke mal, wir kommen dem Gold immer näher. Ich kann nur an Gold denken. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen.
Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Okay, Sully hat also Schulden. Können wir nicht hier drüben so einen Helm oder einen Stiefel mitnehmen? Wäre doch mal ein Anfang für die Portokasse. Die Dinger hier können wir einschießen, bringt nur leider gar nichts. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Ja, hier geht's ziemlich weit nach unten, aber ich habe eine Idee. Sieht gut aus. Yep, der Mann, der kann. Wir sind hier definitiv in Südamerika, denn wir reden ja hier von Lima, Peru. Soweit ich weiß, ist die Hauptstadt von Peru Lima. Gehen wir mal hier an die Kette ran. Na komm. Ganz schöner Brocken. Hier, lass mich mal. Wie jetzt? Der alte Mann soll stärker sein als wir? Na dann, versuch's mal. Boah, zieht er das hoch? Sully! Mann! Richtig Muckis. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Na okay, wenn wir den Alten jetzt da draußen lassen und hier drin Gold finden, dann könnte alles uns gehören. Das sollte funktionieren. Eilig, Nate. Okay, lass los. Das müsste halten. Ja, aber wie lange? Mach schnell, Sully! Hui! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Okay, das Tagebuch? Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? So, was haben wir hier? Hier drüben wollen wir durch. Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Tja, Sully, wir verbrennen ihn. Cool. Und funktioniert. Schön. Wunderschön. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hier drüben sehen wir wieder so einen Behälter. Aber ich denke mal, wir können hier an der Seite weitergehen. Tja, alter Mann, kannst du sowas auch? Nate. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Okay, wir müssen unten rum. Die Dinger hier sind locker, wie man sieht. Nach oben. Hier hin. Oh, jetzt aber Beeilung. Hui. So, wir schauen hier mal wieder rein. Kann ja sein, dass wir irgendwann mal was finden können. Wie zum Beispiel natürlich Gold. Okay, wie kriegen wir Sully nach unten? Aha. Wow. Okay, funktioniert. Ja, doch, hier unten sieht ziemlich schön aus. Wieder so eine Brandschale.
Eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Nie ein gutes Zeichen. Aber wenigstens haben wir jetzt hier eine Beleuchtung. Hier sind schon einige gestorben. Ich will gar nicht wissen, was hier unten alles lauern könnte. Ich will doch nur Gold. Jede Menge Gold. Ich weiß nicht was. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Okay, was haben wir hier? Einmal nur oben, eine 1, 2, 3, 4. Aber wo genau sollen wir hin? Warte mal, hier drüben. Also, die 1. Was hatten wir als 1? Wir können die gar nicht genau erkennen, aber ich denke mal, hier sehen wir die 1. Hier können wir hoch. Yep, hier drüben. Nummer 1. Hey, da passiert was. Säulen. Säulen, die nach oben gehen. Was haben wir hier? Also, die Nummer 2 ist irgend so ein Götzen. Der Götze. Wo finden wir den Götzen? Ah, hier oben sind auch noch 2. Dann gehen wir mal hier hin. Okay, hier haben wir die Grimasse. Hep, hier rüber und hier drüben sehen wir den Götzen. Okay, wieder eine Säule. Nummer 3. Nummer 3 war hier dieser Vogel, Adler, keine Ahnung. Schwer zu erkennen. So. Und jetzt müssen wir nur wieder zurück. Sollte ja gehen. Indiana Jones. Wow, was für ein Sprung. Ziemlich rutschig hier. Na sag bloß, wir kommen gar nicht mehr nach oben. Na toll, jetzt hänge ich hier. Gut, nochmal das Ganze. Diesmal, Moment, weg mit der Knarre. Diesmal gehen wir hier hoch. Den Weg hier, den kennen wir ja bereits. Können wir eigentlich klettern und schießen? Sieht so aus. Wow. Ganz schön tief. Tja. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Und wer darf runter? Sei vorsichtig. Wir dürfen runter. Hey, pass gut auf da unten. Okay, wohin? Ich denke mal hier drüben hin. Beeilung, Beeilung, Beeilung! Die Sachen hier bröckeln auseinander. Wer baut denn sowas? Ganz ehrlich, wer baut denn sowas? Ich habe noch kein Gold gesehen. Nicht mal so ein bisschen. Es gibt Schlimmeres. Das stimmt. Wow! Rein hier in die kühlen Fluten. Können wir tauchen? Nee. Aber wir können hier drüben hin ans Ufer. Jetzt bin ich nass. Jetzt sind wir nass. Sully! Aber wie kriegen wir den nach unten? Na, wir kommen hier nach oben.
Ein weiter Weg nach oben. Doch kein Problem für uns. Ich hätte so eine Panik, wenn ich hier unten in so einer Höhle sein müsste. Irgendwie gar nicht meine Welt. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Ja. Ich versuch's. Irgendwie. Oh, Sully, hier drüben. Jede Menge Gold. Der absolute Wahnsinn. Von wegen. Na gut, holen wir ihn rein. Nicht schlecht. Ich weiß. Dankeschön. Alles klar, hier brauchen wir Teamwork. Okay, jetzt. Gemeinsam. Ah, sieht sicher aus. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey, komm da raus. Wow, shit. Renn, 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 renn. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Okay, Moment. Unmengen an Gold. Unmengen an Gold. Wir sind genau richtig hier. Oh, Sully, ich kann's fühlen. Wir werden reiche Männer. Ah, hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Es könnte sein, dass die Statue irgendwo noch hier auf der Insel ist, denn von so einer großen, goldenen Statue hätte man doch irgendwie mal, ja, was gewusst. Halt, Sully, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ein U-Boot? Keine 400 Jahre alt. So viel steht schon mal fest.